Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es darum, welchen Kräften man ausgesetzt ist, wenn man verhandelt. Und der Grund, dieses Thema anzupacken, ist, wenn man verhandelt, dann hat man Techniken und Methoden, Vorgehensweisen auf der Verhaltensebene, die dienen alle dazu, dass wir unser Verhalten daran eichen. Die Frage stellt sich, wie muss man sich innerlich einstimmen? Wie muss die innere Haltung sein? Und um die Haltung passend aufstellen zu können, um überhaupt die innere Haltung kontrollieren zu können, muss man verstehen, welchen Kräften man ausgesetzt ist. Und hier haben wir vor allem zwei gegensätzliche Pole, die auf uns einwirken. Nehmen wir beispielsweise die Situation, wir wollen ein Objekt kaufen. Das kann ein Immobilienobjekt sein, ein Auto, was auch immer. Einerseits sind wir der Verlustangst ausgesetzt. Die Angst, was ist, wenn ich nicht rechtzeitig zusage, wenn ich mir zu viel Zeit lasse und das Objekt ist dann für immer weg. Eine andere Person kommt und kauft das Objekt. Und im Kern haben wir keine Angst vor einem möglichen Verlust. Wir haben Angst vor den Konsequenzen eines möglichen Verlustes. Denn wenn wir nicht rechtzeitig die Zusage tätigen und jemand kauft das Objekt, dann hadern wir mit uns selbst. Was ist, wenn ich doch noch zugesagt hätte? Ich habe es vermasselt. Wir sind wütend auf uns selbst. Und all diese Prozesse sind schmerzhaft. Diese Schmerzen wollen wir uns ersparen und deshalb beugen wir uns der Verlustangst. Der interessante Punkt ist, dabei ist dann unser Fokus nicht mehr auf das Verhandlungsobjekt, sondern auf das Meiden der Schmerzen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Angst davor, einen Fehlkauf zu tätigen. Was ist, wenn ich das Objekt kaufe oder was ist, wenn ich einem Vorhaben zusage? Und das Vorhaben ist problematisch. Das heißt, in dem Fall haben wir Angst davor, dass unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Und das kann dazu führen, dass wir gänzlich von einer Zusage absehen. Und Sie sehen, diese zwei Ängste sind konträr. Natürlich kann es sein, dass die Verhandlungssituation in uns mal die eine, mal die andere Angst abruft. Aber Menschen haben ihre Grundtendenzen beim Verhandeln. Manche sind mehr von der Verlustangst getrieben. Manche haben Angst, dass ihre Erwartungen nicht erfüllt werden. Und wie man es auch sehen möchte, in beiden Fällen ist der Fokus nicht auf das Verhandlungsobjekt, sondern eben auf das Meiden der Schmerzen. Was dann noch passiert ist, wenn wir Menschen unseren Ängsten ausgesetzt sind, dann kommt es oft zu einer Entweder-Oder-Haltung. Entweder blenden wir die Ängste gänzlich aus, wir ignorieren sie, als wären sie nicht da, oder wir unterwerfen uns gänzlich der Angst und tun alles, damit wir mit den Schmerzen nicht konfrontiert werden. Und beides ist fahrlässig. Denn die Angst kann ja Risikoaspekte, Gefährdungen signalisieren, mit denen ich mich beschäftigen muss, wogegen ich risikominimierende Maßnahmen aufsetzen kann. Also muss ich mich wohl oder übel mit diesen Aspekten beschäftigen. Die Frage stellt sich, warum aber kommt es zu einem Entweder-Oder-Verhalten oder Entweder-Oder-Haltung? Wenn wir diesen Angstsituationen, unseren eigenen Ängsten ausgesetzt sind, sind wir permanent in einem Spannungsfeld. Die Angst bringt Gefahren und Risiken mit sich. Und diese sind nie gänzlich berechenbar. Also entsteht daraus ein Gefühl von Unsicherheit, Unabsehbarkeit. Und wir fühlen eine Ohnmacht. Wir wissen, mit der Situation nicht umzugehen. Indem wir uns für eine Entweder-Oder-Haltung entscheiden, gewinnen wir Kontrolle nochmals über die Situation, über den Prozess und fühlen uns machtvoll. Natürlich ist das eine trügerische Macht.
Denn im Kern haben wir Kontrolle und Macht über uns selbst aufgegeben, als Verhandlerin oder Verhandler. Das heißt, beim Verhandeln, insbesondere da, wenn es darum geht, welchen Kräften wir ausgesetzt sind, geht es darum, die eigenen Ängste einerseits zu durchschauen, zu verstehen, der eigenen Angst ins Auge zu blicken. Und zugleich geht es darum, dabei in diesem Spannungsfeld drin zu bleiben. Eben mit der empfundenen Unsicherheit und Ungewissheit zu leben. Und das gibt mir die Möglichkeit, mich mit meinen Ängsten so gut wie möglich zu beschäftigen und eine bewusste Entscheidung darüber zu treffen, ob ich nun den Fokus weiterhin auf das Verhandlungsobjekt setzen will oder nicht, inwieweit die Ängste einen berechtigten Anteil haben oder eben nicht. Wie bereits gesagt, um uns diese Spannung zu entziehen, kommt es bei uns in eine Entweder-Oder-Haltung. Dann tun wir so, als gäbe es überhaupt keine Risiken oder keine Folgeschmerzen. Oder wir unterwerfen uns die Angst und wenn es die Verlustangst wäre, würden wir sofort kaufen. Wenn es die Angst vor einem Fehlkauf wäre, würden wir gänzlich davon absehen, das Objekt zu kaufen. Und all diese Entscheidungen sind selbstverständlich falsch. All diese Entscheidungen sollen uns schützen vor den Schmerzen, die in Aussicht gestellt worden sind. Gelingt es mir als Verhandlerin oder Verhandler, diese Kräfte, die in mir existieren, zu durchschauen, so kann ich immer noch mich mittig positionieren, die Spannung aushalten, die innere Kommunikation mit den Kräften aufrechterhalten, sofern es berechtigte Gefährdungen oder Risiken gibt, passende Maßnahmen aufzusetzen, um die Risiken zu minimieren und dann folglich die Entscheidung zu treffen, die all diese Dimensionen berücksichtigt und somit im Verhandlungskontext die richtige Entscheidung. Sicherlich ist es nicht einfach, in solchen Situationen die Spannung auszuhalten und sich mit den eigenen Angstszenarien zu beschäftigen. Und das Thema ist komplex. Aber ich hoffe dennoch, dass es mir gelungen ist, dieses komplexe Thema so gut wie möglich, so transparent wie möglich darzustellen, damit Sie Ihre Folgeverhandlungen noch besser führen können als bisher. Viel Erfolg dabei.